Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist, in einigen Punkten eben schon angesprochen worden. Das Verfahren, was hier vorgeschlagen wird, ist von Straßen NRW getestet und nicht für gut befunden worden. Vielleicht wäre es gut, wenn die AfD-Fraktion sich da mal in die Materie entsprechend einarbeiten würde. Von daher ist der Antrag schon aus der Sicht abzulehnen. Aber wenn Sie natürlich einen Antrag hier vorlegen, der in den ersten Zeilen schon damit beginnt, dass die rot-grüne Vorgängerregierung unsere Straßen hat verrotten lassen und dass deswegen ein neuer Straßenbelag jetzt nötig wäre, dann erwarten Sie ja auch von uns in diesem Bereich keine Zustimmung. Deswegen wird Sie unsere Ablehnung auch nicht verwundern. Auch da wäre es hilfreich, wenn Sie sich in den Landeshaushalt einarbeiten würden. Die rot-grüne Vorgängerregierung hat den Ansatz für Sanierung von Landesstraßen von 2010 60 Millionen Euro auf 2017 auf 127 Millionen Euro heraufgesetzt. Und die neue Landesregierung hat jetzt dankenswerterweise, was eine gute Entscheidung war, nochmal zusätzlich fast 40 Millionen Euro in die Hand genommen im neuen Haushalt und diesen Etat nochmal raufgesetzt. Also, die Landesstraßen werden saniert, da ist viel Notwendigkeit und Bedarf. Das Verfahren, was Sie da vorschlagen, ist seitens unseres Landesbetriebes entsprechend ausreichend getestet und abschlägig befunden worden. Von daher, auch aus diesem Grund ist Ihr Antrag aus unserer Sicht abzulehnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.